Danny, Lisha, Patrick, Gloria, Steff, Christine. Ihr steht beim heutigen Tribunal der Loser zur Wahl. Heute hatten wir die Chance, um zu saven, haben sie nicht genutzt. Ich bin richtig niedergeschlagen. Also richtig, jetzt so richtig niedergeschlagen bin ich. Heute ist natürlich richtig beschissen, wenn wir zum Abschluss bereit wären. Das ist ein Befreiungsschlag heute echt. Ey. Endlich hat er schon. Aber zum richtigen Ziel. Wie entscheidet man jetzt, wen man rauswählt? Ich habe da keine Ahnung von. Ich bin immer Fan davon, ohne Absprachen. Also ich habe klar eine Person, habe ich auf jeden Fall im Blick. Da gab es eine Vorgeschichte mal vor dem Format. Und das ist auch noch nicht geklärt irgendwie. Ich merkte auch, dass da keine Intention hinter ist. Und das ist für mich klar. Ich hatte in der Vergangenheit viel Probleme mit der Kommunikation. Und heute möchte ich unter Beweis stellen, wie gut ich gelernt habe zu kommunizieren. Aber ich glaube, das wird heute, ja, spannend. Weil ich merke hier drin keine Entschuldigung. Ich merke hier drin. Wer denn? Es. So. Wie nett, dass er winkt, obwohl er mal gesagt hat, so, euch wünsche ich kein Kind zusammen. Wirklich wahr. Also das hat ganz viel mit meiner Frau gemacht, auch diese Aussage. Das war ein sehr persönlicher Angriff und das hat unserer Familie sehr wehgetan. Ich kann das nicht so einfach vergessen. Komm mal, wir fangen bei Null an, ne? Du, ja, ich war im ersten Moment, wo ich dich... Komm, lass uns bei Null anfangen. Ich war sauer auf einen Spruch, aber da... Auf meinen? Nein, auf einen Spruch bei der Abschlussding. Aber lass drauf scheiße. Wollte ich gerade sagen. Komm, jetzt konzentrieren wir uns hier mal, weil wir sind im Camp und scheiß drauf, so Sommerhaus ist nicht mehr. Lass uns bei Null anfangen, wenn gut ist. Sonst wäre das so anstrengend hier. Aber ich tippe mal, die Diskussion wird trotzdem noch irgendwann kommen. Aber ich habe und ich bleibe da dabei... Die Vorbelastung hier drin mit einer Aussage, die hier drin immer noch nicht geklärt war. Und sitzt noch zu tief, dieser Stachel irgendwie. Es tut immer noch weh. Ich mach das immer nicht so vor einer Nominierung, weißt du so. Aber es gab ja gleich eine Aktion am ersten Tag, die nicht so cool war irgendwie, weißt du. Ich bin auch Fan davon, manchmal eine Vendetta zu machen. Und das heute Abend bei einer Nominierung ist meine persönliche Vendetta an Steff.